Willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Ich habe meine Gesundheit regeneriert und letzten Part haben wir eigentlich nur ein Lebensartefakt eingesammelt, den Heiligen Hain verbrannt. Oder haben wir das vorletzten Part gemacht? Auf jeden Fall haben wir den Heiligen Hain verbrannt, Lebensenergie gesammelt und ja, jetzt machen wir mal hier weiter. Gegen die Gegner. Zwei Elche, kleine Ratten. Moment mal. Das mache ich. Die Ratten kriege ich ja platt. Den Elch kriege ich eigentlich auch ganz leicht platt. Wir haben eine eine Rüstung, die sich heilen tut. Nicht schlimm. Und zur Not knall ich einfach ein paar ab. Ein Feuerball. Ja, schießt auf mich. Ihr werdet es noch bereuen, meine Freunde. So, da hinten ist nur noch einer. Da ist der Große, den klar ich so ab. Ungefähr so. Na. Vergiss es, den klar ich nicht so ab. Aber den da kann ich umbringen. Ebenso wie die anderen paar da oben. Das ist schön, dass sie immer wegrennen wollen. Meine Schädel liegen Ratten, Freunde. Ihr schafft das nicht. Schon genau deswegen. Bap, 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 bap. Komm mal her. Das ist, glaube ich, dumm hier, was ich mache, gegen den zu kämpfen. Ich sollte erstmal gegen den Schädelman kämpfen. Der hat Bock, die, glaube ich, wieder zu beschwören. Oder der andere hat zumindest Bock. Eigentlich nicht zu unterschätzen. Wir können, glaube ich, auch die ganz, ganz großen Typen da zurückrufen. Die Schädel. Diese Schädel-Leute. Nee. Lässt du den mal liegen? Lässt du den liegen? Da oben ist Mana-Bomb, Gott sei Dank. Oh. Ah. Oh. Na komm, jetzt wo wir schon mal dabei sind, dann können wir den auch gleich umbringen. Komm mal her. Komm mal her. Nein, nein, nein. Du sollst dich gefälligst zu mir hindrehen. Oh je. Ach, dich kriege ich schon noch. Warte nur ab, mein Freund. Ja, die sind eigentlich keine Gegner für den Overlord. Das sind so Gegner, bei denen man taktisch sein muss. Aber nicht so grauenhaft. So, das müssen wir jetzt ungefähr noch dreimal machen. Der muss noch dreimal zuschlagen, dann haben wir gewonnen. Da hilft auch dein großer Fels da nicht. Deinen Stock befestigt. Ich werde dich klein kriegen. Wir werden euch besiegen. Aber der sieht schon cool aus. Oberon muss ganz schön krank sein, wenn er sowas träumt. Ich meine, wer träumt nicht von solchen Schädelebern? Außer dein Körperbau ist ein bisschen komisch. Im Grunde genommen sehen die alle fast gleich aus. Die haben alle Schwanz, haben alle diese Beinform, Körperform, haben nur jeweils einen anderen Kopf. So, auf ihn! Auf ihn! Gut. So, hier können wir wieder Schergen beschwören. Gut, 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 gut. Das werden wir auch machen. Die braune benötigen wir nicht. Auch die grün benötigen wir nicht. So, wir brauchen vielleicht nur drei blaue mehr. Drei blaue? Ich weiß jetzt, was kommt. Das ist so eine Sache, wenn man etwas spielt, was man vor Jahren mal gespielt hat. Da kommen einfach Erinnerungen hoch. Ich weiß, ich habe Overlord hier mit Blind benannt. Ist auch wirklich Blind. Aber wenn man so in einige Stellen kommt, so wie diese hier, erinnert man sich halt an einige Sachen. So, könnt ihr irgendwas aufsammeln? Aber ich glaube aber nicht. Machen wir erstmal andere. Naja, wir machen die erstmal alle. Macht mal den Wurzelknoten kaputt. Immer schön kaputt machen. Genau, genau. Wow, das Ding saftet aber ganz schön. Und kaputt. Oh, wir haben Gesellschaft. Nett, Gesellschaft.
rote Position. Nee. Rote, positioniert euch dahin. Blaue, ihr positioniert euch weiter hinten. Nein. Oh, willst du das mal lassen, mein Freund? Feuer frei. Ich will auf mich ziehen, meine. Ihr zieht gefälligst auf mich hier. Nicht auf meine Schergen. Ah, Gesellschaft von links. Na, 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 na. Schön auf mich ballern. Genau. Knallt den Edelhirsch ab. Edelhirsch. Ich meine den Schädel-Ebel. Den Schädelhirsch. Gott. Nicht den da. So, alle Mann bei denen versammeln. Na, 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 na. Ich zähle auf euch. Halte durch. Oh. Gigantosaurus nähert sich von links. Stirb. Gigantosaurus darf sich nicht nähern. Rote, Feuer frei, gut. Schön ordentlich drauf von mein Freund. Zeig, was du kannst. Zeig deine Stärke und deine Langsamkeit. Yeah. Niemand besiegt den Overlord und seine Armee. Verdammt. Wow. Geh mal weg. Stirb. Guter Junge. Lässt meinen Schergen mal Ruhe. Ey, um den kann ich mich jetzt nicht kümmern. Rote, Feuer. Feuer. Oh. Feuer frei. Macht ihn alle. Nein. Bam, 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 bam. Nein, nein, warte mal, warte, warte, da. So. Der ist tot. Okay. Mission erfüllt. Schießt ihn ab. Feuer. Feuer. Feuer, sag ich. Gut. Gut habt ihr das gemacht. Ich bin stolz auf euch. Nicht schlecht, meine roten Freunde. Ich bin wirklich stolz auf euch. Ihr habt das fantastobulös gemeistert. So. Das heißt, ihr werdet auch erstmal alle Artefakte einsammeln und so. So, da hinten sind auch noch ein paar Dinger. Ah, da ist doch noch ein Schwert, das sehe ich doch. Oder ein Helm, Fetzen, irgendwas. Die brauchen auch ein bisschen mehr Rüstung. Genau. Wisst ihr noch im letzten Part da hinten, den ganzen Haufen, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Im Moment sind die Blauen ja die einzigen, die ein bisschen mehr Rüstung vertragen könnten. Auch wenn sie jetzt nicht so viel mitnehmen können, wie es aussieht. Schadet es trotzdem nicht. Die nehmen wir jetzt natürlich noch mit. Ah, es war schon cool, dieser Kampf gerade. Der war jetzt schon gerade ein bisschen cool. Hier ist eine Kiste. Aha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil sowas, man geht ja wohl schlecht diese Wege eigentlich zurück. Aber hier sind ja noch so einige Dinger. Kann man auch ganz gut zerstören. Und ebenso die Dinger da hinten. Schatz? Ja, alles für euch. Alles für euch, meine Freunde. Oh, Kisten nehmen wir auch nochmal mit. Jetzt, wo die da eigentlich rumliegen. War da oben noch was? Nee. Wir haben schon 10.000 Gold. Oh, das ist so geil. 10.000. Versucht das mal zu farmen. Also das habe ich jetzt einfach nur so durch Erkunden gesehen. Und ich merke gerade, wir sollten mal wieder an den Dorf einen Besuch abstatten. Aber zuerst mal dreht mal das Rad da hinten. Alle Mann dran drehen. Gut. Ah, da machen wir die Tür da auf. Warum nicht?
Blaue, ihr macht mich stolz. Ebenso wie die grünen und roten. Bei den braunen bin ich mir nicht so ganz so sicher. Die braunen sterben zu schnell irgendwie. Auch wenn die sind, die mit den meisten Panzer haben, sterben sie mir trotzdem ein bisschen zu schnell. Wir beschützen die Statue bis in den Tod. Welche Statue? Du musst schon ein bisschen genauer sein. Statue, welche Statue? What the fuck, was war das denn jetzt gerade? Ja, das muss ich glaube ich von hier aus machen. Da werden wir gleich mal ranrennen. Bitte nicht der zum Posten. So, genau, dann hier runter. Na, 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 na. Oh Gott, ey Mann, er rennt mir ein bisschen zu schnell. Gut. Und perfekt. Perfekt. Dann hätten wir auch schon mal den Weg hier geöffnet. Müssen wir uns merken, denn wir werden hiernach erstmal zur Himmelsspitze gehen. Ich glaube, wir könnten die Geister schon angreifen. Ich meine, die Blauen sind doch stark gegen alles. Die Göttin uns verlassen. Bevorzugt sie die Zwerge? Kann das sein? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Könnte sein. Zwerge sind auch ein bisschen cooler. Sie haben mehr Gold. Der brüchige Frieden wurde erschüttert. Schwerter trafen auf Äxte, wie in den alten Kriegen. Okay. Ich habe Fahren verloren. Stimmt, genau. Wie warte, also. Wir gehen erstmal nach Himmelsspitze, weil ich finde, wir haben schon lange genug in den Dunkelwald. Man muss noch ein bisschen Abwechslung bieten. Komm, einer geht mal da dran. Da wir eigentlich noch nicht zurück zum Turm waren. Warte mal. Ich hoffe, ihr geht den richtigen Weg. Wenn er den falschen Weg entlang geht, geht richtig, geht richtig, geht richtig. Nein! Falsche Richtung. Da oben ist das, ist der Weg, wo die wo meisten von Gegner wimmeln tut. So, hier könnt ihr weitergehen. Nein! So. Nein! Sag mal, stellt euch nicht so an, Mann. Da lang sollt ihr gehen. Och, willst du mich verarschen? Ihr geht bitte hier entlang. Dann steuere ich euch halt hier hin. Auch gut. So, da ist das Portal. Da werdet ihr entlang gehen. Ihr werdet hier entlang gehen. So, und rein da. Na gut, dann machen wir das auch manuell. Erstmal richtig positionieren. Ne. Ne. So. Perfekt. Eure maximale Hordengröße hat sich erhöht. Jupp. Die hat sich erhöht. Perfekt. Turm. Eure maximale Hordengröße hat sich erhöht. Willkommen. Willkommen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen zur Himmelsspitze. Ja, das machen wir jetzt. Wir gehen zur Himmelsspitze. Wir werden uns schon mal den nächsten Part so gut zu sagen vorbereiten. 25 blaue. Das nenne ich mal ein Ding. Da rüsten wir die hier erstmal alle noch mit diesen ganzen Waffen hier aus, die hier rumliegen. Und jetzt sagt er, alles tut mir weh. Alles tut mir weh. Mir tut auch alles weh. Gut, 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 gut. Ich konnte zum Glück fliehen, bevor sie die Stadt abgerissen haben. Alles mitnehmen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da drin oder hier draußen zu sein. Beides vielleicht. In dieser Schenke gehen seltsame Dinge vor. So, da liegt noch eine Waffe. Die Ritter sind wirklich furchterregend. Sie sind zu still. Ja. Ich bin nicht stiller oder so. Ich meine, ich spreche kein Wort, außer... Außer Stummelgeräusche mache ich ja eigentlich auch nicht viel. Würde mich auch gerne interessieren, was Rosa an dem findet. Immerhin, der redet kein Wort. Der hat nur eine große Keule, hat ein paar Hörner, hat blaue Augen. Das liegt bestimmt an den Augen.
Aber ansonsten spricht er auch nicht wirklich viel. Und der hat eine beeindruckende Armee. Ja, das muss eigentlich sein. Eine beeindruckende Armee, blaue Augen, eine Keule. Ja, da würde ich mich auch sofort in jeden verlieben, glaube ich. Wenn die Frau meiner Träume eine Keule schwenkt, ich würde mich, glaube ich, sofort in die verlieben. Und wenn sie also auch so coole Augen hat. Die Hörner auf Hörner könnte ich ehrlich gesagt verzichten. So, da hinten ist der Weg. Den haben wir eigentlich auch schon gesehen, bevor wir zur falschen Höhle gegangen sind. Gut. Ich traue der Sache nicht. Geh mal hin. Noch einer? Oh. Ging doch ganz leicht. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, da war doch was. Oh, sind das viele. Die kann ich eigentlich alle selber töten. Außer den Haufen da hinten. Da muss ich wieder ein bisschen mit Feuerbällen nachhelfen. Aber auch keine so große Schwierigkeit. Außer vielleicht den Schaden, den sie machen, aber ansonsten. Wir haben eine regenerative Rüstung. Sehr effektiv. Nur zweiter zu empfehlen. Und zur Not haben wir das Bauernvolk da oben. Wir locken sie, glaube ich, erstmal ganz langsam an. Nicht du, sagte ich. So, zwei weniger. So, auch noch ein paar weniger. Verbrenne. Oh je. Ich glaube, gegen diese sind wir nicht so stark. Ich vertraue auf unsere Stärke. Und auf dieses Zurückstoßen, was wir die ganze Zeit hier machen. Nicht schlecht. So, zack, zack. Zwei weniger, perfekt. Ja, nimm das. Und dies und jenes. Gut. Die Artefakte nehmen wir gleich alle mit. Oh, ein Feuerball hatten wir noch. Nicht schlecht. So, meine Blauen, ihr könnt jetzt rüberkommen. Die Gefahr ist gebannt. Genau. Auch nicht draufhauen. Der ist sowieso kopflos. Deswegen ist er, glaube ich, keine Gefahr. So, hier liegt noch ein Arm. Den sollten wir natürlich auch... Nee, egal. Hier liegt, glaube ich, noch ein Arm. Oder? Nee. Die unteren Straßen. Ich habe keinen Schimmer, wie lange der Part jetzt noch geht, weil... Die sind tot, so richtig tot. Die werden nicht wieder aufstehen und durch die Gegend torkeln. Ja, ist gut so. Das ist eine klare Sache, Herr. Eine klare Sache? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das heißt, hier sind irgendwelche Typen, die sie getötet haben, oder? Die sind von selbst gestorben. Willkommen! Entweder... nee. Mir fällt nichts ein. Was ist denn daran klar? Egal. Wir töten mal ein paar Bauern. Denn wir haben noch einige schwache Schergen. Schergenzauber aktivieren und dann alle Mann auf die. Da. Wumms! Attacke! Auf sie! Jetzt habe ich echt genug. Hast du das? Auf sie! Mach sie nieder! Ja, noch mehr Rüstung für euch. Ja, gut so.
Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Da der Part eigentlich schon wieder rum ist. Ich werde nochmal das Dorf nochmal ausradieren und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Overlord Racing Hell. Ade.